Herr Bundespräsident, normalerweise kennt man Bulgarien als ein Land des Tourismus. Sie haben es eben kennengelernt als Industrienation. Mit welchem Eindruck kommen Sie aus der Halle 24 zurück? Ich bin beeindruckt, sowohl ganz generell gesprochen von dem Mut der Bulgaren, sich hier als Partnerland zu beteiligen, als auch von der konkreten Ausfüllung dieser Aufgabe. Es ist eine große Ausstellungsfläche, die mit eindrucksvollen technologischen Produkten ausgefüllt ist. Wir haben außerdem über Zusammenarbeit zwischen deutschen und bulgarischen Konstrukteuren hier gute Beispiele gesehen. Ich bin sehr beeindruckt und halte das für eine richtige Entscheidung und eine zukunftsweisende. Stichwort Partnerland. Man weiß, Bulgarien ist das erste sozialistische Land auf dieser Hannover-Messe. Sie waren in den letzten Monaten unterwegs weltweit. Sie waren in Indien, Sie waren auch in der Türkei, in ehemaligen Partnerländern. Glauben Sie, dass solche Aktivitäten dort auch Durchschlagen der Industrie, der wirtschaftlichen Entwicklung tatsächlich etwas geben? Oder ist das mehr oder weniger nur eine Sache der PR? Das ist die mit Abstand größte Industriemesse der Welt. Eine Industriemesse, die sich der technologischen Entwicklung widmet, die ja unabhängig vom gesellschaftlichen und ideologischen System für alle Gesellschaften von maßgeblicher Bedeutung ist. Es ist im Interesse der Partnerländer, aber es ist doch auch in unserem Interesse, dass sich Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Chancen der technischen Entwicklung zwischen Ost und West herausbilden. Man wird nicht den Frieden, den wir alle anstreben, erreichen, wenn man die Zusammenarbeit verweigert. Zusammenarbeit wird sich aber am ideologiefreisten gerade im Bereich einer solchen technologischen Ausbildung ermöglichen. Herr Ministerpräsident, zuerst war es der unvergessene Parlamentspräsident Bruno Brandes, dann Wirtschaftsministerin Birgit Breul und dann waren Sie in der Volksrepublik China und im nächsten Jahr, so hört man, ist das Reich der Mitte Partnerland auf dieser Hannover-Messe. Haben Sie da so ein bisschen Schützenhilfe geleistet auf Ihrer Reise? Haben Sie das eine oder andere Gespräch, sagen wir mal, als Hilfestellung geführt? Das ist klar, das geht gar nicht anders. Ich habe mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Zhao Ziyang zweimal darüber sprechen können, einmal in China, einmal hier in Braunschweig, als wir ihn empfangen konnten. Und dann natürlich auch mit den anderen Regierungsstellen. Und ich bin sehr froh, denn China ist das erfolgreichste Land der Erde. Ein Land, das in voller Bewegung ist, das auch, glaube ich, große Bedeutung haben wird für die innere Entwicklung der sozialistischen Staaten. Und wenn wir dieses Land jetzt im nächsten Jahr hier als Partnerland begrüßen können, wird das ein Erfolg für Hannover Messe sein, ein Erfolg für die Bundesrepublik Deutschland, aber auch von internationaler Bedeutung. Ich darf mich recht herzlich bedanken, dass Sie kurz mal im Niedersachsen-Forum vorbeigeschaut haben. Sie haben jetzt noch weitere Besuche abzustatten. Schönen Dank und Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Dank. Tschüss.